einem feierlichen Gottesdienst wurde in St. Peter am Ottersbach der Start des Seelsorgeraumes Südoststeirisches Hügelland gefeiert. 10 Pfarren haben sich zu diesem Netzwerk zusammengeschlossen, um in Zukunft als Seelsorgeraum einen gemeinsamen Weg zu gehen. Der Seelsorgeraum ist für viele Menschen natürlich noch kein wirklicher Begriff, weil es etwas Neues ist. Gibt es jetzt eigentlich erst seit einem Jahr ungefähr Seelsorgeräume, die lösen, wenn man so möchte, die Dekanate ab. Das sind Einheiten, wo sich Pfarren aus einem bestimmten Gebiet zusammentun, um miteinander den Weg in die Zukunft zu gehen. Der Seelsorgeraum wird wahrscheinlich stark seinen Schwerpunkt darin finden, Ehrenamtliche zu begleiten, zum Beispiel die sich engagieren in der Kinder- und Jugendarbeit, Firmenbegleiterinnen, Lektorendienst, Kommunionsspenderin oder viele andere Ehrenamtliche, die dann einfach besser unterstützt und begleitet werden können in einem Seelsorgeraum als in der einzelnen Pfarre. Das Führungsteam des Seelsorgeraumes Südoststeirisches Hügelland besteht aus Wolfgang Doberer, Christian Blanka und Margarete Klobasa. Gemeinsam stellte man diesen Festtag unter das Motto: Ihr seid das Salz und das Licht der Erde. Ja, das Thema wurde gewählt, weil es in unserer Gesellschaft wichtig ist, dass man Akzente setzt. Und Salz und Licht sind Elemente, die etwas dazugeben und etwas besser machen und schmackhafter machen vielleicht oder auch bedeutender machen wie das Licht. Und irgendwo sollte es so sein, dass der Glaube für den Menschen etwas ist, was ihm zusätzlich Qualität verleiht und Qualität gibt. Und auch die Pfarren sollen das sein und das Seelsorgeraum. Für die Realisierung dieses Netzwerks der Pfarren bedurfte es einer intensiven Planung und Vorbereitung. Mit Gedankenspielen auseinanderzusetzen, wie etwas ausschauen könnte, wie was werden könnte. Ein weiterer Bereich war, überhaupt einmal zu schauen, was gibt es bereits alles in unserem Seelsorgeraum. Und das sieht man heute in diesem Fest hier mit den verschiedenen Ständen. Da kann man dann sehen, was alles in diesem Seelsorgeraum möglich ist, was Bestand hat. Mit der Heiligen Messe erfolgte nun also der Start des gemeinsamen Seelsorgeraumes. Im Zuge der Feier erfolgte die Vorstellung der Mitarbeiter und Ansprechpersonen aus den einzelnen Pfarren. Darüber hinaus wurden auch Zertifikate verliehen, und zwar an die Teilnehmer der Ausbildung zum ehrenamtlichen Besuchsdienst. Ja, bei melden kann man sich jetzt bei der Christine, bei der Caritas, also Christine Engelmann im Moment noch, und wir wollen das noch ausbauen in unserer Gruppe. Ja, wir haben uns halt gedacht, es gibt viele Leute, die schon allein sind oder nicht so viel Familie haben und die sich wünschen eine Begleitung oder einen Besuch einmal, dass wenn sie mal reden haben. Und für das haben wir uns gedacht, haben uns zur Verfügung gestellt, also dass wir Zeit schenken. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde auf der Pfarrwiese zu einem Fest mit buntem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geladen. Ja, vor allem wünschen wir uns, dass wir von einem Namen, der wir ja sind, ein Seelsorgeraum Südoststeirisches Hügelland, langsam zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, die wirklich miteinander unterwegs ist und sich gegenseitig stützt und stärkt. 10 Pfarren gehen einen gemeinsamen Weg im Seelsorgeraum Südoststeirisches Hügelland.